moin, mein Name ist Daniela Schäfer-Wunschuh. Ich bin die Leitung der evangelischen Kita St. Annen hier in Herzhorn. Arbeite seit 10 Jahren hier, war 9 Jahre in der Krippengruppe gewesen und bin jetzt seit einem Jahr die Leitung. Unsere schöne Kita ist ein 5-gruppiger Kindergarten, direkt am Marktplatz. Unser Träger ist die evangelische Kirchengemeinde St. Annen hier in Herzhorn. Hier arbeiten 12 Pädagogen und 2 Reinigungskräfte. Wir haben 2 Außengelände, wir haben einen extra Krippenspielplatz und wir haben einen Spielplatz für die Größeren ab 3. Und dann haben wir auch noch eine Naturgruppe, die ein eigenes Außengelände hat. Zurzeit gehen knapp 70 Kinder bei uns in die Kita und die sind im Alter von 1 bis 6 Jahren. Ja, wir sind hier in unserer Krippengruppe, den Erdwischteln. Hier können wir 10 Kinder aufnehmen im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren. Es sind 2 pädagogische Fachkräfte hier in der Gruppe. Besonderen Wert legen wir hier auf Bewegungsangebote, wie man hier sieht, Krabbeltunnel, Tobeecke. Und wir tun natürlich sehr auf die Wahrnehmung achten bei den Kindern, gerade bei den Kleinen, was für die Entwicklung sehr wichtig ist. Das ist jetzt unsere Elementargruppe, die Feuerdrachengruppe. Hier können 20 Kinder aufgenommen werden im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. 2 Pädagogen arbeiten hier und die Feuerdrachen gehen einmal die Woche in die Grundschule, in die Turnhalle zum Turnen. Dann wird hier ganz viel situationsorientiertes Spiel betrieben. Hier wird gebastelt, hier wird sehr viel gebaut und die Kinder hier sind sehr musikalisch. Wir haben viele Instrumente, die Kinder ausprobieren dürfen. Im Morgenkreis wird sehr viel gesungen und auch getanzt und das wird hier sehr ausgelebt. Wasserflöhe an Bord zum Kräuter sammeln. Ja, hallo, mein Name ist Anja Könemann. Ich bin Gruppenleitung der altersgemischten Gruppe der Wasserflöhe. Die Kinder sind 1 bis 6 Jahre alt. Und ja, ich bin mittlerweile schon seit 10 Jahren hier in dieser Einrichtung und komme immer noch sehr gerne her. Mein Steckenpferd sind die Wildkräuter. Seit letztem Jahr bin ich zertifizierte Kräuterpädagogin. Und lebe das hier mit den Kindern total aus und das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Ich hab schon eins gefunden hier. Ja, was ist denn das? Erinnerst du dich noch? Ja. Was sind das denn? Das Johanniskraut. Das ist das Johanniskraut, richtig. Und heute müssen wir das in Schalen sammeln, weil das so stürmisch ist, ne? Vom Tablett fallen uns die runter. So, erinnert ihr euch noch, was haben die gelben Blüten gemacht auf eurer Haut? Farbe. Eine rote Farbe, ne? Daraus kann man Öl machen. Daraus kann man ein Öl machen, richtig. Und wogegen hilft das Öl? Gegen Mückenstiche, richtig. Oder gegen Kratzer. Oder gegen kleine Kratzer, genau. Hier sind wir in unserer Naturgruppe auf der Apfelbaumwiese. Hier sind 16 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren mit 2 Pädagogen. Unsere Apfelbaumwiese ist deshalb sehr besonders. Unsere Pädagogen sind beides Naturpädagogen. Die haben also auch eine spezielle Ausbildung. Naturpädagogik wird hier gelebt. Die Kinder können hier sich auf der großen Wiese frei entfalten. Sie können klettern, sie haben ein eigenes Gemüsebeet, sie kochen über offenem Feuer. Sie essen draußen, sie sind auch bei jedem Wetter draußen, außer bei Unwetterwarnung und Gewitter. Dann sind sie natürlich im Haus. Sonst bei Sonne, Regen, Schnee spielen sie immer draußen auf der Apfelbaumwiese. Die haben einen Besinnungsraum gebaut, wo dann auch Tiere, die hier auf der Wiese verenden, beerdigt werden. Sie haben eine Wildkamera, sie haben einen Kletterparcours.